Im Jahre 1713 wird Wien von der Pest heimgesucht. Im selben Jahr gelobt Kaiser Karl VI. Dem pestheiligen Karl Borromäus eine Kirche bauen zu lassen. 1714 war die Pest in Wien ausgebrannt und im Jahre 1716 wurde der Grundstein für die Kirche gelegt. Die Bauausführung oblag Johann Bernhard Fischer von Erlach. Die Reliefs an den zwei Säulen erzählen das Leben und Wirken des pestheiligen Karl Borromäus. Die zwei Engel im Bereich des Eingangsportals symbolisieren das Alte und Neue Testament. Die Karlskirche ist die größte Barockkirche nördlich der Alpen. Seit dem Jahre 2000 wird die Karlskirche im Innenraum generalsaniert. Um die Renovierungskosten zum Teil hereinzubringen, dürfen Besucher gegen geringes Entgelt mit dem Panoramalift weit in die Kuppel hinauffahren und per Pedis bis in die höchsten Sphären der Kuppel vordringen. Der Lohn für die Mühe, ein einzigartiger Blick auf die Fresken aus nächster Nähe. Und ein herrlicher Blick über Wien. Anschließend geht's wieder anfangs zu Fuß und im Weiteren per Lift vom Himmel zur Erde. Hier ein Blick auf die geschwungene Barockorgel. In der näheren Umgebung der Karlskirche finden sich noch weitere Wiener Sehenswürdigkeiten. Oder du besuchst meine Playlist Wien Vienna auf YouTube.